haben will, braucht? Jäger! Wer aktiven Naturschutz haben will, braucht? Jäger! Wer aktiven Tierschutz haben will, braucht? Jäger! Wer Wild- und Unfallhilfe braucht? Jäger! Wer Artenvielfalt haben will, braucht? Jäger! Hände weg vom Jagdgesetz! Schluss mit den Verboten! Hände weg vom Jagdgesetz! Schluss mit den Verboten! Seid tot? Jo. Wir lassen uns hier nicht verrammeln! Da hinten läuft ja das Sackgesicht. Dann müssen wir nochmal rufen. Hände weg vom Jagdgesetz! Schluss mit den Verboten! Hände weg vom Jagdgesetz! Schluss mit den Verboten! Wer Ökofleisch haben will, braucht Jäger! Wer aktiven Naturschutz haben will, braucht Jäger! Wer Wild- und Unfallhilfe will, braucht Jäger! Wer aktiven Tierschutz haben will, braucht Jäger! Wer Artenvielfalt haben will, braucht Jäger! Hände weg vom Jagdgesetz! Schluss mit den Verboten! Hände weg vom Jagdgesetz! Schluss mit den Verboten! Morgen! Morgen, Herr Rammel! Wie sieht's aus? Liegt am Gegen! Weil sie immer noch das zurückgezogen haben! Weil sie immer noch fordern, dass ich gehe! Ja, das glauben sie aber selber! Ja, das wird sich spätestens bei der nächsten Wahl besprechen! Die Frage ist, wie es beschlossen wird und mit was? Ja! Das haben wir doch schon dreimal erklärt. Das wissen wir doch. Ich habe so viele Briefe schon ans Ministerium geschrieben und bekommen dann Antworten, die überhaupt nicht zusammenpassen. Ja, aber dann so eine fachliche Argumentation dagegen. Sagen Sie doch mal was. Ich kann nur nicht das Niedermüll schützen, die Burgbrüder schützen wollen. Red, stört, schafft die Jagdoffizieratoren ab. Und das ist genau der Punkt. Wildacker, kein Wild. Sie dürfen keinen Namen anbieten. Man darf keinen Wildacker mehr im Wald machen. Lassen wir erstmal die Pferde. Nur eingeschränkt. Nur eingeschränkt. Und das ist doch jetzt schon so. Kann im Baujahr. Genau, dann müssen wir über die Baujahr. Balljahr eingeschränkt. Auch ja, aber dann gibt es das Unterstützung. Jagd auf Krähen. Ist auch nicht verboten, Jagd auf Krähen. Aber nicht mehr mit 50 Mann sozusagen die ganze Strecke. Sonst geht's doch gar nicht. Die kommen doch gar nicht ran. Die Krähen sind, wenn sie Einschuss fallen, sind die doch für ein Nachbarrevier. Die können doch nur übergreifend jagen. Sie wollen doch eine Intervalljagd haben. Das geht doch gar nicht. Die wollen doch nur den Erhalt haben. Dann geht's doch gar nicht. Da gibt's auch Leute von Ihnen, die sagen, natürlich. Wo denn? Unpraktisch fremd. Herr Remmel, warum denn nicht? Warum denn nicht? In unserer guten Gesellschaft ist es doch, dass alles erlaubt ist, was nicht verboten wird. Und wenn in dem Moment, in dem wir Verbote brauchen in der freiheitlichen Gesellschaft, da braucht es gute Argumente. Freiheit muss nicht begründet werden, Verbote müssen begründet werden. Was haben Sie dagegen, wenn sich Menschen zum Beispiel, ich finde es auch nicht schön, in Camouflage tarnen wollen, damit sie besser jagen können? Was kann man dagegen haben, wenn mehr als drei oder vier Leute auf Krähen jagen wollen? Weil wir in Gesellschaft leben, in einem Land mit 18 Millionen Einwohnern, wo sehr viele Menschen aus den Bürgerinnen und Bürger auch noch auf der Welt sind. Keine Frage. Und wenn da so Vernunft 40, 50 Leute auftauchen, dann ist das einfach auch eine Frage. Das war doch eine Phrase. Das ist doch kein Argument gewesen. Sicherlich. Eine Masse Zuschriften von Leuten, die. Eine Masse von 5 Zuschriften oder wie viel? 5 Zuschriften. Also dann immer so viel wie bei das ist ja, das, ist ja das Thema. Wie wirklich die Mehrheit? Natürlich sind wir die. Aber ganz klar, das werden Sie in 2 Jahren sehen. Das die Mehrheit an die Leute in dieser Gesellschaft, die Freiheit wollen und nicht nur, weil einer sagt, es sind 50 Leute, die gleich auch. Ich glaube, dass Sie sich auch daran gewöhnen, dass es auch noch andere Fragen gibt.
in der Verfassung akzeptieren. Aber Ihre Partei hat 12%, das ist ja auch nicht die Mehrheit. 6,7 ist in Ordnung. Es geht nicht um Partei, sondern es geht um Ideologie. Um nicht aber eine Mehrheit ist sich dafür da, die Freiheit der anderen zu beschränken. Wir haben über 100.000 Menschen, die in Tierschutzvereinen organisiert sind. Wir haben über 100.000 Menschen, die in Umweltverbänden organisiert sind. Und selbstverständlich. Das sind die Spendensammler. Die nicht in jeder Hinsicht mit diesen Interessenlagen überein. Herr Minister, aber der Punkt ist doch der folgende. Wenn eine Minderheit sagt, sie möchte sich anders anziehen, zum Beispiel in Camouflagen jagen, dann können Sie doch nicht sagen, nur weil das eine Minderheit ist, werde ich das verbieten. Was sind die guten Gründe dafür, dass nur 50 Jäger in Camouflage Krähen jagen dürfen? Die guten Gründe liegen darin, dass diese Art der Jagd in der Bevölkerung nicht Bei wem denn? Wir leben in einer Welt, wo sie nicht mitbekommen, was um sie herum ist. Sie sind aber nur nicht der Einzige, der sowas mitbekommen hat. Wir sind selbstständig, mit Mitarbeitern. Ja? Und wir reden auch mit unseren Mitarbeitern. Wir sind nicht nur Jäger. Wir sind Steuerzahler. Wir leben von unseren Steuern. Und das stimmt einfach nicht, was Sie da sagen. Und Sie tun sehr, sehr viel Gutes, dass das auch in Zukunft akzeptiert wird. Dafür muss es auch eine gesellschaftliche Existenz haben. Das ist doch jetzt immer da gewesen. Die gibt es doch nur in Remo-Klaus. Im Übrigen haben wir sowas wie eine Fassung. Ja, Grundgesetz, da hat sich was verhindert. Aber doch nicht, aber da heißt es nur so, dass 50 Leute Im, im Grundgesetz ist das Tierschutz. Ja, Jäger machen auch Tierschutz. Wir Menschen, aber dann muss der Tierschutz auch in der Dachte der Zoll brauchen wir doch nicht. Bundesrecht regt Landesrecht. Also, das heißt, was ich nicht verstehen kann, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, die Jagdstrecke, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, wird vielleicht mit 1% sein. Mit 1%. Wo sich also gegenüber der Vergangenheit, das, was Sie jetzt tun, zukünftig so viel ändert. Da verstehen Sie die Relation des Prozesses. Aber es gibt ja noch die Durchführungsverordnung, die im Nachhinein noch einiges verschlechtern können. Die Reichsermächtigungsgesetze. Ich glaube, man darf es nicht laut sagen, aber es ist so. Ja. Also wir sind ja nicht nur Jäger. Und nicht Schießer, sondern wir schützen auch die anderen Tierarten, die im Jagdgesetz sind. Und wenn Sie die rausnehmen, haben wir doch gar keine Möglichkeit mehr. Was spricht dafür? Wir haben eine Hegepflicht. Wir haben eine Hegepflicht und auch die man nicht noch gerne war. Wo ist dann der Unterschied sozusagen, ob Sie dann potenziell auf Tiere, wo sowieso absehbar ist, dass Sie auf die nächsten 10, 20 Jahre darauf nicht schießen können, weil vom Artenschutz von anderen Fragen das nicht möglich ist. Die Frage ist, wieso verbieten Sie es, wenn es gar keinen Unterschied gibt? Warum verbieten Sie es denn? Warum verbieten Sie es, wenn es keinen Unterschied gibt? Nehmen Sie das Beispiel der Bekassine, die ist aus dem Jagdrecht rausgenommen worden und ist im Prinzip nicht mehr vorhanden. Ja, aber da ist die Das ist die einzige Art, die wir jetzt... Ja, wir haben da keine Argumente für. Und da steht, da steht drin, Tiere dürfen nicht ohne vernünftigen Grund. Geschossen und leiden. Und das muss man auch dann in einem Jagdgesetz... Dafür brauchen wir kein Gesetz. Wie kombiniert sich das mit dem Fütterungsverbot? Vernünftigen Grund gibt. Welches denn? Entschuldigung. Zum Beispiel, weil sie nicht verwertet werden können. Zum Beispiel. Das machen Sie mit Ihren Mäusen, die Sie zu Hause auch fangen, nicht? Man werden die verwerten Sie auch Mäuse. Nicht. Oder werden Sie genau eine Katze? Das ist ein Wirbeltier. Ein Wirbeltier, das arme Säugetier auch. Und im Tierschutzgesetz steht drin, Paragraph 1, Wirbeltiere. Das heißt also, ein Wurm könnte tot sein, aber eine Maus wird genauso behandelt wie ein Reh und ein Elefant. Aber diese Systematik gibt es nun mal. Da müssen Sie auch begründen, dass die Tiere, die im Jagdrevier stehen, und wie gesagt, 1% der Jagdrevier. Ja, wir müssen begründen. Sie müssen begründen. Ich muss begründen in einem Gesetz, warum ich da Tiere reinschreibe. Aber welchen Schutz haben denn die Tiere mehr, wenn Sie die rausnehmen? Gar keinen. Es geht nicht um den Schutz, sondern es geht um den Grund, warum gejagt wird. Nein, warum sehen Sie raus? Nee, begründen Sie mal, warum Sie rausnehmen. Die müssen rausgenommen werden, wenn sie nicht begründbar sind, warum sie gejagt werden. Bin ich nicht Krähe, die Jagd ist begründbar. Für den falschen Film? Ja. Die Begründung wäre ja, wir tun ja mehr dafür, wenn sie im Jagdrecht bleiben. Also das wäre ja ein Grund, dafür sie drin zu lassen. Ja, aber Sie werden immer den Jungen verboten. Bund und Kohl tun noch nichts dafür. Wir werden das an einer Stelle korrigieren. Nein, ich hoffe an ganz vielen, sonst wirst du in 2 Jahren korrigieren. Ganz sicher. Was wollen Sie denn korrigieren?
Der Höckerschwan, der ist, glaube ich, nicht begründbar, warum der draußen ist. Den nehmen wir wieder rein. Höckerschwan. Mein Gott. Das ist die Arbeit. Das ist ja eine Superleistung. Das ist Diktatur. Das haben sie wieder mit. In der Gesellschaft braucht es auch Regeln. Dafür haben wir nicht verantwortlich. Grüne Regeln. Nein, aber dann haben wir vom Parlament gemacht, die Regeln. Wir haben sie doch nur durchgesetzt mit allen möglichen Tricks. Ich habe mir das von Sozialdemokraten erklären lassen. Okay. Das wissen Sie doch besser als ich, wie die Stimmung da im Moment ist. Warum? Weil die nicht begeistert sind. Naja, wir haben Verabredungen miteinander. Naja, gut, aber die haben Politik sie sehr weit ausgelegt. Kompromissmaß und wir genau das noch runter, weil man sie halten will und weil man sie braucht als Koalitionspartner. Die grüne Jagdpolitik ist Kompromissmasse für den kleinsten Teil der Gesellschaft. Dann schauen Sie doch mal, dann schauen Sie doch mal. So sieht es nämlich aus. Schauen Sie doch mal. Man streitet sich nicht mit einer grünen Partei, man lässt eine Koalition platzen in der Jagdpolitik. Aus dem Grunde fallen wir gerne mal hinten runter. Das sind Ihre Gedankengebäude, die Sie haben. Ja, nur unsere Fixen. Gucken Sie doch mal im Saarland, da gibt es keine Grünen, die in der Regierung sind. Und trotzdem gibt es ein Jagdgesetz, was von CDU und SPD beschlossen ist. Und vieles von dem, was im Saarland im Gesetz ist, steht auch bei uns im Gesetz. Das ist keine grüne Frage, sondern es ist eine Frage, wie Jagd und die Akzeptanz von Jagd zukünftig gesellschaftsfähig auch noch lange eine Tradition haben kann. Und das ist die Absicht auch dieses Jagdgesetz. Und da bin ich davon überzeugt, dass wir die Jägerinnen und Jäger brauchen, dass sie gute Leistungen bringen. Dann lass uns doch wissen. Dass wir das auch für die Zukunft sichern müssen, selbstverständlich. Darf ich Ihnen noch eine Randfrage stellen? Ja, Im neuen Jagdgesetz ist vereinbart, dass keine Wildäcker im Wald mehr angelegt werden. Das ist falsch. Ja, also es dürfen Wildwiesen angelegt werden, aber Sie sind ja heute am Bodenaktionstag hier. Wir haben hier im Kottenforst überall Pseudo-Gleitböden, wie Sie ja dann wahrscheinlich wissen. Wenn ich da nicht drauf acker, dann kann ich auch keinen Wildacker anlegen, sondern ist nachher nur noch Hahnfuß da und Ochsenschwanz und dergleichen. Also völlig wertlos. Ich lege meine Wildäcker, wie viele andere hier auch, mit Imkern zusammen fest. Das heißt, es kommt eine Blütenmischung noch dabei. Das ist Biodiversität im Wald. Da sind jede Menge Insekten. Da profitieren jede Menge andere Tiere noch von. Wieso wollen Sie mir das verbieten? Im Offenland fördern Sie das mit riesen Geldsummen, in der Landwirtschaft mit Blühstreifen und dergleichen. Und im Wald, wo wir es in eigenen Regie machen, ohne fremde Kosten, wollen Sie das nicht. Das erschließt sich mir leider nicht. Also ein Wildacker im Wald ist zukünftig nicht verboten. Sondern es ist verboten, dass wir sowas wie Rübenäcker oder sozusagen Landwirtschaft im Wald. Das hatte ich gehofft, das habe ich Herrn Schmitz auch geschrieben oder Ihnen geschrieben. Dann kam zurück, nein, oder der war jetzt am Freitag noch auf einer Versammlung. Er sagte, ich habe ihm auch gesagt, wieso differenzieren Sie das nicht aus? Natürlich ist es Schwachsinn, in einem Wald nur Mais zu machen oder nur Weizen zu machen. Das wäre kontraproduktiv. Aber Sie haben doch alle studiert, dann müssten Sie doch auch das ausdifferenzieren können. Sie müssen sagen, das und das wollen wir nicht. Aber diese Nein steht nicht drin. Gut. Dann gucke ich mir das nochmal an, weil diese Differenzierung sollte es geben. Das also sozusagen naturnahe Wiesen in Anführungszeichen. Ja, naturnah oder wie gesagt, Wiesen. Aber kein Mais und kein. Keine Reinkultur. Aber es wird abgelehnt vom Ministerium, hat die Bescheidung bekommen, dass diese Ausdifferenzierung. Eine Frage noch zur Kirrung. Sie sagen, ein halber Liter darf ausgebracht werden. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich eine Rotte mit einem halben Liter auseinanderziehe und dann noch genau das Stück, was ich schießen möchte oder schießen sollte, ansprechen kann. Das ist einfach, ich habe einfach nicht die Zeit. Da gibt es vielfältige Gespräche, die Sie führen. Ich mache das seit 30 Jahren, 40 Jahren. Da ist der Hinweis, da reicht das Reichen auch. Wenn drei Sauen, das sind die Rotte, dann wird das. Wir können nicht vernünftig schießen. Wir können nicht nach sauber schießen, was wir wollen. Auch das Fütterungsverbot im Winter für Schwarzwild ist nicht tierschutzgerecht. In Notzeiten. Das ist ein Argument, das ist angekommen und das möchte ich auch, dass das verändert wird, dass wir die Feststellung von der Notzeit landesweit machen und dann die Genehmigung vor Ort erhalten. Für Notzeit. Haben wir denn die Gewähr, dass das, was Sie jetzt sagen, auch irgendwie doch berücksichtigt wird? Weil wir haben ja auch schon andere Sachen erlebt. Was haben Sie erlebt? In der Politik. Ich habe Sie leider erleben müssen, wie Sie in Köln gesagt haben. Erst
sie wollten, sie würden an der Bejagbarkeit der Grundstücke auf sämtlichen Flächen nichts dran ändern wollen am Bundesjagdgesetz. Und auf einmal waren die juristischen Personen drin. Die sind wieder raus. Und dann hatte ich sie in einer WDR-Veranstaltung angesprochen darauf, hatte gehofft, dass sie sagen, naja, ist nicht mein Einfluss. Aber dann haben sie auf einmal gesagt, ja, nee, dem NABU und dem BUND, dem müssen auch Möglichkeiten gegeben werden, auszutreten. Insofern ist bei mir eine gewisse Skepsis gegenüber der Politik mittlerweile eingetreten. Deshalb meine Aussage war, können wir uns auf die Aussagen verlassen. Meine Aussage damals war, ich bin für eine flächendeckende Jagd. So, und wir haben das nachvollzogen, was wir bisher an Anträgen haben von Grundstücken, die aus der Jagd aus wollen, sowohl von Gruppen als auch von Einzelpersonen. Und wir sind, glaube ich, bei 0,02% der Jagdfläche. Also, aber es sind mehr Anträge da. Die Frage ist ja, ob das eine Relevanz hat und ob es eine gesellschaftliche Befriedung an der Stelle gibt. Weil ich bin der festen Überzeugung, auch die wir jetzt als Gruppen da rausnehmen, also nicht nach dem europäischen Recht das dürfen, die werden natürlich nicht aufhören, das Thema zu diskutieren und weiter daran zu arbeiten. Deshalb weiß ich nicht, ob man nicht anders Frieden herstellen könnte, weil es sich nicht wirklich um großes Recht handelt. Sie können sich auf das verlassen, was ich sage. Also werden das, was wir jetzt, wo Sie sagten, da muss man nochmal drüber reden. Ich würde den Wildacker-Fragen nochmal nach. Können Sie denn irgendeinen schreiben, so einer Kreisgruppenvorsitzenden oder so in kurzer Form? Dann senden Sie mir eine Mail. An den Homepage. Nee, schreiben Sie mir eine Mail. Dann, okay. Kommt direkt bei den anderen. Okay, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag. Danke schön. Gleichfalls. Was denn? Kirschwo. Was denn? Sauto. 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 Was denn? Heißt aber, dass sie wieder rauchen.